Hi Chefs, willkommen zurück zu Ni No Kuni, Matti hier. Yeah, jetzt gehen wir mal in die Vollen. Jetzt wollen wir nochmal... Nee, nicht von hier. Das vergesse ich immer. Ich dachte, man könnte von hier reisen, aber man darf es nicht. Ist böse. Jetzt rappelt auch noch mein Facebook. Warte mal. Das muss aus. So, jetzt bin ich vollkommen für euch da. Hi, geht's euch gut? Ja, ich hoffe mal, dass es euch gut geht. Mir geht's immer noch scheiße. Ich hasse dieses scheiß Wetter. Ich bin... Boah, ernsthaft. Ich habe mich selten über Wetter beschwert. Und ich habe ja auch nichts gegen Sonne, wenn ich was machen kann, was mit Sonne zu tun hat. Das heißt, nach draußen gehen, schwimmen, grillen. Von mir aus auch irgendeine Arbeit verrichten, in der Schwitzen konform ist. Das heißt, sowas wie... keine Ahnung, eine Gartenhütte aufbauen oder Sand scheffeln, Rasen mähen, irgendwie so. Oder von mir aus auch Metallträger schleppen, mir alles egal. Aber so zu Hause sitzen und für die Uni so Blödsinn machen, ganz viele Seminararbeiten schreiben, lernen und nebenbei dann irgendwann nochmal Videos aufnehmen, das geht gar nicht. Das macht dann auch keinen Spaß mehr und dementsprechend kommt in letzter Zeit auch so wenig. Aber irgendwann war dann doch wieder gut, von daher kriegen wir das schon hin. Ich versuche jetzt mal auf ein ganz normales Pensum zu kommen, dass ich immer noch was für euch habe. Außerdem muss ich ja auch noch vorarbeiten für den Urlaub. Da kommt ja auch noch einiges auf uns zu. Da wird's, ja, wird ein bisschen weniger da, aber ich hoffe mal, dass ich vorher alles durchkriege, was ich mir so vorgestellt habe. Gut, dann gehen wir jetzt mal von Katzbuckel in Richtung Süden. Und schauen uns da mal um. Keine Ahnung, ich habe mir eigentlich das so vorgestellt, dass ich euch über den Sommer jetzt nicht mit neuem Blödsinn vollknall, sondern wahrscheinlich mehr sowas wie Pokémon noch weitermache. Mario Hacks wieder. Und RPG Maker Fun Games. Können wir damit leben? Ich denke ja. Ich denke ja. Weil Sommerloch ist sowieso immer... Ich würde ja auch nicht in der Stube rumsitzen und mir Let's Plays angucken. Ich meine, guck doch mal nach draußen, Mensch. Da wird gegrillt, da muss gefeiert werden, da muss aufs Fahrrad sich geschwungen werden, da wird gejoggt. Meine Güte, da ins Schwimmbad, all sowas ist wichtig. Ach ja, das ist echt wichtig, Freunde. Ach. So, jetzt sind wir, ich stehe jetzt im Wald. Hallo, ich bin der Matti, ich stehe im Wald. Und da hinten ist dieser Hasentyp wieder, den ich am liebsten mal schreddern würde, weil er gruselig ist. Glückwunsch, Oliver, alle Risse wurden versiegelt. Aber klar, Mann, Oliver, hier verknuspert Monster wie die hier doch zum zweiten Frühstück. Aber diese Monster, du hast sie schon einmal gesehen, nicht wahr? Aber es sind nicht genau dieselben, die du schon einmal bekämpft hast. Um ehrlich zu sein, sind sie noch nicht einmal von dieser Welt. Und deswegen haben sie auch die Aufmerksamkeit des Wächters der Welten erregt. Des Wächters der Welten? Er kontrolliert diese Welt und deine Welt, alle Welten, um genau zu sein. Falls Monster aus einer anderen Welt in den Rissen hier auftauchen, nun, das wird er nicht so einfach geschehen lassen. Darum habe ich diese Tür geschlossen gehalten, verstehst du? Ich wollte mich nicht einmischen. Der Wächter der Welten ist also hinter dieser Tür? Das ist richtig, dies ist die Tür zur großen Konfluenz, wo alle Welten sich treffen und Seelen sich zu treffen pflegen. Sie ist auch das Zuhause des kürzlich erwachten Wächters der Welten. Okay, verstanden. Also wenn dieser Wächter der Welten erwacht ist, was genau passiert dann? Oh, nein, 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 das ist es nicht. Es wird nichts Schlimmes passieren. Der Wächter und die Welten, die er kontrolliert, sind ein und dasselbe, verstehst du? Warte mal. Was hinter dieser Tür liegt, ist einzig dazu da, eure Neugier zu befriedigen. Ich bezweifle, dass eure Taten da drin irgendwelche Konsequenzen haben werden, obwohl es möglich ist, genau wie das Nichtstun. Ich weiß es einfach nicht. Ich nehme an, die eigentliche Frage lautet, Oliver, bist du neugierig? Falls ja, würde ich die Tür für dich öffnen. Ja, mach auf! Ich will da rein! Da haben wir ja so viel gebuckelt. Sü, was haben wir denn hier alles Schönes? Wenn wir jetzt hier noch kämpfen müssen, ne, da werde ich aber ein bisschen sauer. Ich habe das Gefühl, hier ist so der Bonusraum. Hier ist so das Anwesen von Lara Croft in diesem Spiel. Ihr wisst, was ich meine. Ja, da gibt es keine Extra-Leben. Da kann man nur Blödsinn machen. Oliver verwandeln, ihm andere Kostüme anziehen. Tröpfchen in eine Waschmaschine stecken. Es ist bestimmt irgendjemand, der kämpfen möchte. Moin!
Der sieht nicht wirklich freundlich aus. Ja. Ja, genau. Hau dich mit mir. Mann, da hätte dieser Hasenfratze mich auch mal vorwarnen können. Menschenskinder, normal. Jetzt gibt's aufs Maul, Junge. Der kann doch nichts. Wächter der Welten. Ich bin gerügt. Der ist die Lusche der Welten hier. So, schau mal hier. Gegen so einen Bauchklatscher kann er nichts ausrichten. Ja. Guck mal, da hast du schon ein Fünftel deiner Lebensenergie weg. Sogenannter Wächter der Welten. Ja, du kannst doch noch nicht mal auf eine Mayonnaise-Packung aufpassen. Wie willst du da der Wächter der Welten sein? Warte einen Augenblick, was sind das für Kugeln in seiner Brust? Die sehen gefährlich aus, aber auch verwundbar. Ich glaube, du haust besser mal drauf. Ja, wie? Weltenspalter, das klingt ein bisschen gefährlich. Ein bisschen ist gut. So, jetzt als erste, was passiert ist, Esther heilen, weil ich nämlich vergessen habe, mir wieder Phönixfedern einzupacken. Gut. Dann heilen wir mal Sven. In der Hoffnung, dass wir selber überleben. Wow, lass mich in Ruhe. Und wir können auch hoffen, dass Esther mal uns heilt. Macht. Ja, Sven, das war aber auch ein bisschen optimistisch da gerade mit deiner kleinen Minikanone, ne? Muss ich dir gerade mal zugutehalten. Aber schön. Gut gedacht. Gut. So. Ich find's schon komisch, warum er jetzt seine Monster nicht mehr draußen hat. Aber das muss ich ja nicht verstehen. So, Morgenstern. Kling. Ist doch wohl volles Mad auf die Kugeln in der Brust gezielt. Meine Güte. Sei mal nicht so anspruchsvoll, da du doofes Spiel. Okay, die Hälfte haben wir gleich durch. Ist doch machbar hier. Überladung. Nicht gut. Au. Das war gerade effektiv gegen Nesca und hat trotzdem nur die Hälfte von allem Schaden gemacht, was die anderen gekriegt haben. Ich weiß nicht, wie Nesca das macht, aber der ist wirklich stark. Selber kannst du es ja nicht. Und da Ollis Zauberzeit auch ziemlich gering ist, mittlerweile, können wir auch gerne mal heilen. Schau mal, das geht. Tada! Trippeltreffer! Ich glaube, Sven macht mir das immer nach. Wenn ich draußen bin und versuche, Zauber zu wirken, versuche das genauso. Nur wenn ich das mache, wenn Olli, ja, also wenn Olli das macht, dann ist das sinnvoll. Aber wenn Sven das macht, ist das eher doof. Wir können ja mal versuchen, dem Wächter der Welten was zu zocken. Sollen wir mal versuchen? Ja, machen wir mal. Pass auf. Kunstschuss. Schnappschuss, genau. Fehlschlag. Wächter der Welten trägt nichts bei sich. Das ist ja gemein jetzt, ne? Das ist dreist. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass man da ein bisschen was abzaubern kann. Aber ist wohl nicht. Bam! Weltenspalter ein bisschen aus dem Weg gehen, Esther. Was? Wieso zieht er denn auf mich ab? Das steht aber nicht so im Vertrag. Scheiße, jetzt wird's interessant. Ja, wir wollen ja auch noch ein bisschen Action dabei haben. Los, jetzt. Hau ab. Ich dachte, hier gibt's einen Bonusraum. Nicht schon wieder ein Weltenspalter. Ernsthaft, Junge! Wechsel! Aber wohin? Ja, das war ja ein Schuss in den Ofen scheinbar. Gut. Dann benutzen wir mal einen Bauchklatscher. Ja, oder machen es einfach nicht. Geht auch. Sven, was tust du da? Du hast echt keine Ahnung, wie man das hier macht, ne? I forgot how to monster. So, Angriff. Angriff. Sven, nicht du selber. Ich muss ihm das immer erklären.
Das ging doch mal so gut mit dir. Normalerweise war Esther doch immer die Doofe. Ja, Olli. Richtig. Bestes, was du hier machen kannst. Ach so, Sven hat auch gar keine Magiepunkte mehr. Olli. Das ist so blöd. Du musst hier wirklich alle gleichzeitig steuern, weil alle totale Vollidioten sind. Okay, nochmal. Das hat aber auch eine Range. Das sieht gar nicht so aus. So, Zauber. Heilende Hand auf Oliver. Schneller, 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 schneller. Geh mir aus dem Weg. Geh mir aus dem Weg, Mann. Okay. Steht bei allen Verbündeten, aber nicht, wenn sie tot sind, wahrscheinlich, ne? Wie wäre es, wenn wir das hier einfach mal auf Sven anwenden? Ich glaube, das ist eine ganz gute Entscheidung. So, jetzt er. Sie zur Seite. Tada! Scheiße, jetzt müssen wir Sven ja wieder heilen. Oh. Multitasking! Gut, jetzt würde ich gerne wechseln, aber das dauert noch. Da ist er. Der ist auch so ein bisschen der Endgegner hier, ne? Bam! Der monströse Bauchplatscher hat's gerissen. Tja, das hat der sich auch anders vorgestellt. Könnte ich mir denken. Ja, 21.600 Erfahrung und Geld. Bitte, mehr. König der Welt, Trophäe verdient. Bugs hat Stufe 22 erreicht, die höchste Stufe für diese Spezies. Ja, das ist hart, das ist super. Jetzt kommt er und sagt, möchtest du in den nächsten Raum? Da sind noch gar keine Monster drin. Hehe, geh's rein. Nein, ich möchte mich nicht mit sowas beschäftigen momentan. Okay. Hi. Wunderbar, Oliver, du bist wahrlich der Retter. Aber der Wächter, wir haben ihn verschwinden lassen. Nur keine Sorge, wie ich schon gesagt habe, der Wächter der Welten ist die Welt selbst. Sie sind eins. Du kannst nichts tun, was ihn verschwinden lassen würde. Ebenso wenig kann er etwas tun, was dir dieses Schicksal bescheren würde. Ich habe einfach nicht die geringste Ahnung, was hier los ist. Ich weiß noch nicht mal, warum wir dieses Ding überhaupt bekämpft haben. Du weißt nicht warum, aber ich dachte, du hättest gesagt, dass du neugierig bist und jetzt ist deine Neugier befriedigt. Reicht das nicht aus? Du bist der Retter. Du bist mit der wertvollsten aller Tugenden gesegnet. Hä, wie meinst du das? Du hast viele Tugenden in die Herzen der Leute zurückgebracht. Enthusiasmus, Güte, Mut, Zurückhaltung, Glaube, Zuversicht, Liebe, Ehrgeiz, sogar Humor. Sie sind alle unersetzlich. Aber sie reichen nicht aus, um die Welt zu retten. Noch etwas anderes wird benötigt. Und du hast es. Es glüht in deinem Herzen. Ein tiefes, warmes Glühen, das... Verdammt nochmal, Mann! Wie wär's, wenn du auf den Punkt kommen würdest? Ja, ganz ungeduldig. Okay, also nun gut, die Tugend, die vonnöten ist, um diese Welt zu retten, ist Neugierde. Wie? Was soll das denn heißen? Genau, warum, weshalb, etc. Aber die Neugierde bewegt uns dazu, Antworten zu suchen, die Grenzen der eigenen Welt auszuloten und die nächste zu entdecken. Ich glaube, ich verstehe. Ich habe diese Reise begonnen, weil ich meine Mutter retten wollte, weil ich sie wiedersehen wollte. Aber obwohl ich das nicht konnte, einfach hier zu sein, alle diese neuen Sachen zu sehen und all die tollen Leute zu treffen, das war schon was, verstehst du? Ich will damit sagen, klar, es war manchmal echt hart und ich war traurig, aber... Ja? Das war auf jeden Fall ein Heidenspaß. Korrekt, das ist die Antwort, auf die ich gewartet habe. Aber du weißt, dass dein Abenteuer noch nicht vorbei ist. Es gibt noch etwas, was du tun musst, richtig? Ja, gibt es. Du musst es aber nicht gleich tun. Nein, ich habe dir auch ein kleines Geschenk vorbereitet. Dafür, dass du so weit gekommen bist. Mach schon, öffne die nächste Tür. Wenn das eine Falle ist, ne, dann hau ich dich mit was ganz Schwerem. Aber ich glaube, was hinter der Tür ist, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Psst, bis dann.